Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für alle, die wieder einschalten zum Monatsorakel für den Monat Dezember 2023. Was erwartet dich für dein Sternzeichen Krebs, Aszendent Krebs, Mondzeichen Krebs und Venus Krebs? Wenn du eines dieser vier Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal eingeschaltet hast, ja dann hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich begrüße dich von ganzem Herzen. Wenn dir allgemeine Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind, dann bitte ich dich unten in der Infobox, dir alle wichtigen Details zu entnehmen. Wenn dir das aber schon vertraut ist, du einfach mich bisher nur noch nicht kennst, ja, dann entspann dich, lehn dich zurück, wir beginnen gleich. Für meine lieben Männerherzen und meine lieben Crosswatchers, Hallöchen und herzlich willkommen hier an euch. Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Krebs, ihr wisst Bescheid, wenn ihr eine private Legung gerne bei mir buchen möchtet, unten in der Infobox ist meine Webseite. Darüber könnt ihr mit mir in Kontakt treten oder auch direkt schon eine Legung buchen. Ich freue mich auch von dir drüben zu hören. Und jetzt, liebe Krebsherzen, lasst uns anfangen. Vielen lieben herzlichen Dank für euren Support, für eure Energy, fürs Abonnieren, Liken, Teilen, Kommentieren und let's start. Krebs. Krebs. Im Dezember. Was erwartet meine lieben Krebsherzen für den Monat Dezember 2023. Wir haben hier die zwei der Stäbe. Okay, was ist los an meinen lieben Krebsherzen? Hin und her gerissen zwischen was? Einige von euch sind definitiv hier urlaubsreif, ist das auch, was ich hier spüre. Dein Kopf ist wo ganz anderes schon mittlerweile. Yep. Da kommt der Kopf, die Königin der Schwerter. Du hast gerade keinen Bock mehr auf nichts. Du bist genervt, hast keinen Bock mehr, bist urlaubsreif. Kannst kaum abwarten, bis die Feiertage kommen, weil du hast keine Kraft mehr, hier in diesem Rad zu arbeiten. Wir haben hier die Liebenden. Immer Liebe, 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 Ass der Münzen, ja. Liebe, Beruf, hier kommt einiges durch. Wir schauen mal. Und die Königin der Kelche. Und wir haben hier schon fünf Karten liegen. Hier hinten haben wir Ass der Kelche. Wofür brennt denn dein Herz? Ich sehe hier Emotionen. Ja, du sehnst dich nach das, was deinem Herzen hier glücklich macht. Du bist bereit, hier auch dafür was zu tun, was notwendig ist. Ja, wenn dein Herz hier nicht mehr für diese Liebesbeziehung schlägt, dann weg damit. Wenn dein Herz aber jetzt für eine neue Verbindung hier schlägt, die Liebenden. Wer ist das mit den Liebenden und der Königin? Wir haben die Königin der Schwerter, die sich mit dem Kopf sagt, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und dann haben wir hier die Königin der Kelche. Ich mache jetzt das, was sich für mich gut anfühlt. Und ich mache nicht nur das, alles mit dem Kopf, was ist richtig und was ist falsch. Ja, für einige sehe ich, du stehst hier zwischen zwei Männern oder zwischen zwei Personen, besser gesagt. Muss ja nicht davon ausgehen. Oh mein Gott! Zwei der Stäbe klärt sich hier mit zwei der Stäbe. What? Und wenn ich die Kartendeck umdrehe, um noch mehr Informationen zu haben, kriege ich zwei der Münzen? Du bist wirklich zwischen einer schwierigen Entscheidung. Ohohoho. Du bist hin und her gerissen, in wen du hier investieren solltest. In wen? Wen musst du abservieren? Und in wen möchtest du investieren? Königin der Schwerter. Danke. Was ist hier los? Du willst hier niemanden traurig machen mit fünf der Kelche. Du möchtest auch hier nicht die falsche Entscheidung oder voreilig eine Entscheidung treffen. Du weißt auch nicht, wie du das in Worten hier umsetzen sollst, was du sagen sollst zu der Person. Oh mein Gott. Du hast auch irgendwie Angst vorm Verlust. Ich glaube, auch einige von euch genießen, dass sie gerade diese Auswahl haben, dass sie gerade von diesen Dingen hier profitieren.
Das ist so ein bisschen, was ich hier spüre, dass ihr hier so umgarnt werdet. Und ja, da ist jemand. Das ist mehr als nur einer. Ulala, Krebs. Die Liebenden. Zwei der Schwerter. Du erkennst nicht, wer der Richtige in Anführungsstrichen oder was du jetzt tun solltest. Du drückst dich hier vor der Entscheidung. Ja? Es ist ein Stillstand. Du kommst gerade hier nicht voran in deinem Liebesleben. Ass der Münzen. Ass der Münzen, Klärung. Ass der Münzen. Dankeschön. Da kamen jetzt zwei Karten. Drei der Schwerter. Du hast hier Angst, in die falsche Person zu investieren. Du hast Angst, hier verletzt zu werden. Vielleicht ist einer von den beiden hier dein Ex und vier der Stäbe. Das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Aber du musst, du kannst das lange, also hier nicht mehr weiter rauszögern, ist das, was ich hier sehe. Du musst dich hier entscheiden. Weil vier der Stäbe steht für Partnerschaft, mit wem willst du hier was festen? Mit wem willst du hier etwas riskieren? Ja, von wem möchtest du das hier annehmen? Wem möchtest du hier etwas? Wo siehst du hier eine Zukunft? Königin der Kelche. Und es gibt immer ein Risiko. Sechs der Kelche. Ja, da ist eine nostalgische Energie. Da ist eine von den beiden Personen ist hier dein Ex-Partner. Eventuell versucht er jetzt alles richtig zu tun, um dich hier zurückzugewinnen. Gerechtigkeit. Deswegen gibt er dir so viel, investiert er sehr viel, umgarnt dich hier. Das ist so ein bisschen, was ich hier spüre. Bei euch ist es sehr mit der Liebe hier verbunden. Gibt es aber noch andere Sachen, was im Dezember hier für meine lieben Krebsherzen passiert? Nicht nur in der Liebe. Ich würde gerne auch wissen. Königin der Kelche. Ich sehe, du bist in diesem Monat sehr, sehr, sehr intuitiv. Ja. Auch bereit, hier etwas zu empfangen, habe ich gehört. Für einige könnte es ein Baby sein, wenn du das möchtest. Oh my goodness. Wenn nicht, dann schütze dich. Das ist jetzt hier, was ich spüre. Dann haben wir hier den Pagen der Stäbe. Ja, Stabenergie hier. Stabenergie spricht hier, man muss auch etwas Neues riskieren, etwas Altes hinter sich lassen oder hier, sag ich mal, ein neues Abenteuer musst du hier erleben. Aber ich sehe hier auch eine starke körperliche Anziehung von jemandem, ja. Also da gibt es Abenteuer in diesem Bereich, in dem körperlichen Bereich. Mit fünf der Kelche, oh mein Gott, zweimal. Enttäuschungen. Enttäuschungen ist das, was ich hier spüre. Verführungen. Du wirst gerade getestet. I see. Ich sehe hier den Teufel. Verführungen, Test. Du wirst hier getestet. Du wirst hier getestet. Zieh dich zurück. Kläre deine Energie und schaue hier, was ist gut für mich, was tut mir hier gut, weil ich sehe, du musst zwar hier eine Entscheidung finden, aber ich sehe hier erstmal in der Innenkehr, dass du hier mehr zur Klarheit und Ruhe kommst. Deine Intuition kommuniziert mit dir, hier springt auch schon runter. Die Tür zum spirituellen Reich steht dir diesen Monat offen. Bitte hier um Führung, spreche ein Gebet aus, in dem du sagst, bitte, ob du es jetzt mit, ob du das Wort Gott, Allah, Universum, schöpferische Quelle, allen Lebens, allen Ursprungs, was auch immer du benutzen möchtest, oder was für dich, mit welchem Begriff du am meisten resonierst. Für mich gibt es nur eine Quelle allen Lebens und ich sehe hier wirklich mit der Königin der Schwerter, bitte darum, dass der Schöpfer hier alle Menschen aus deinem Leben entfernt, die dir nicht gut tun, die hier eine Verführung für dich sind, die dich hier verletzen, die dich hier enttäuschen. Bitte hier um Unterstützung, bitte hier um Führung, bitte hier um Klarheit. Das ist hier eine wichtige Entscheidung. Krebs.
getting tricky. Du bist gerade nicht bereit, aus dem Kopf eine klare Entscheidung zu treffen. Deine Emotionen spielen diesen Monat verrückt. Ja, so ein Hoch und Tief. Vor allen Dingen auch ein bisschen so blind vor Liebe. Ja, Abhängigkeit. Es geht hier um eine Abhängigkeit. Vielleicht ist hier auch Geldthema von der einen Person. Die unterstützt dich hier finanziell oder auch in einer anderen Form. Du bist hier abhängig zu jemandem. Du musst dich von dieser Abhängigkeit hier lösen. Du musst gar nichts, entschuldige. Du solltest, ja, du solltest dich befreien, wenn du dazu bereit dich fühlst. Wir haben hier die Göttin des Mondes. Es wird Zeit, hier genauer hinzuschauen. Es wird Zeit, Göttin des Mondes ist so intuitiv, die deckt alles auf. Die zeigt dir deine Abhängigkeit. Sie zeigt dir, ja, auch durch Schmerz, so, okay, du bist abhängig, du siehst es nicht, okay. Jetzt zeigen wir dir mal, wenn du von etwas abhängig bist und die Person hat dann die Macht und die Kontrolle über dich. Ja, und wenn die Person dann anders reagiert, dann leidest du, hast du Herzschmerz. Also, das ist, was ich sehe, die Göttin des Mondes ist da, sie zeigt dir oder deckt dir Illusionen auf und ich habe das Gefühl, was ich hier spüre bei euch, meine lieben Krebsherzen, du willst es aber nicht wahrhaben. Du willst es nicht wahrhaben. Das dritte Auge, du blockierst es, du willst nichts sehen, du willst nichts hören. Du sagst, aber er kümmert sich doch so gut um mich, er ist doch für mich da. Da ist eine Abhängigkeit. Und ich sehe hier auch mit dem Magier und dem Spiegel, ja, Selbstreflexion, Spiegelarbeit. Also hier nochmal genauer hinzuschauen. Der Magier ist jemand, der sehr gut manipulieren kann. Schau genau hin. Das ist spiegelverkehrt. Es ist nicht so, wie es scheint. Schau genauer hin. Oh, jetzt sehe ich gerade. Lass mich mal hier ein bisschen. So, lasst mich das mal kurz hochschieben. Das ist aber so, was ich spüre. Krebs, sehr verzwickte Lage, aus der nur du dich selbst befreien kannst. Und ich sehe, es gibt hier eine Tür, die geöffnet ist vom spirituellen Reich, weil deine Spirit Guides möchten dir hier helfen. Sie möchten für dich da sein, möchten dir hier helfen auf deinem Weg. Es ist nur die Frage, nimmst du die Hilfe an? Bist du bereit dafür? Und ich habe auch das Gefühl, so, bevor ich für euch gelegt habe, habe ich das Lied gehört. Ready or not, here I come. Kennt ihr das? Ich weiß gar nicht, von wem das ist, aber das habe ich gehört. Ob du bereit bist oder nicht, die Göttin des Mondes wird kommen. Die wird diese Illusion, die du dir, dieses Selbstbelügen oder nicht ehrlich zu dir selber sein und nicht die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Die wird diese Illusion, diesen Schleier lüften. Saturn, oh mein Gott, kaum habe ich das gesagt. Saturn, die Wahrheit. Die Wahrheit kommt ans Licht. Du kannst nicht mehr die Augen davor verschließen. Das geht nicht mehr. Die Wahrheit wird dir jetzt ins Gesicht geschrieben. Deswegen ist, glaube ich, ich habe ja auch gar keine Liebeslegung mehr im November gemacht. Aber ich merke auch gerade, es kommt sehr viel Liebe immer wieder hier bei den Sternzeichen durch. Aber bei meinen lieben Krebsherzen, ich glaube, das ist etwas, was ihr hier hören müsst. Hören müsst. Mercury, Mind. Ja. Dein Verstand einschalten. Die Dinge so sehen, wie sie sind. Nicht irgendeiner Illusion vertrauen und dich davon täuschen lassen. Benutze deine Augen. Und wir haben hier Venus, Liebe. Es geht hier um dein Liebesleben, definitiv. In deinem Liebesleben passiert im Dezember am meisten was bei euch, meine lieben Krebsherzen. Oder da ist eine wichtige Prüfung hier, was gerade bevorsteht. Auch hier mit der Venus. Wo ist dein Venus-Zeichen? Ja? Schau dir da auch nochmal die Legung an, obwohl ich keine Liebeslegung gedreht habe. Aber schau bei jemandem für Venus Dezember deine Venus-Liebeslegung an, was da durchkommt. Krebs.
Der Lotus in dir erwacht. Du bist ein Meister, eine Meisterin im hohen Licht. Du wachst jetzt auf. Du wachst jetzt auf von der Illusion, dir wird vieles klar. Du durchschaust Dinge. Und dann haben wir hier noch eine wundervolle Überraschung. Etwas ganz Neues wartet auf dich. Mach dich bereit, da möchte etwas Wunderschönes hier auf dich zukommen. Eine Überraschung im Dezember. Ich bin auch gespannt, was es für euch sein wird. Bleibe fokussiert. Halte den Kurs, bleibe fokussiert auf was eigentlich dein Ziel ist, was du eigentlich machen möchtest, unabhängig jetzt auch in deinem Liebesleben. Welche Art von Liebe möchtest du hier erfahren? Eine freie Liebe oder eine Liebe, die mit Abhängigkeit gepaart ist, ja, also wo du abhängig vom Partner bist, finanziell, emotional oder körperlich. Für jeden wird das hier unterschiedlich sein. Halte den Kurs. Steh, bleib fokussiert und schaue hier, wo möchte ich eigentlich hin? Was für eine Partnerschaft möchte ich eigentlich an meiner Seite haben? Nur weil du hier zwei Optionen hast, heißt es nicht, also wenn du jetzt zwischen zwei Personen entscheiden musst, heißt es nicht, dass du eine von den beiden überhaupt nehmen musst. Du kannst dich auch für keine entscheiden. Also hast du noch eine dritte Option, ja? Passen die beiden hier zu deinem Kurs? Für einige sehe ich, du entscheidest dich hier für bleiben oder gehen. Das ist auch so ein Thema. Ja, Leidenschaft. Ja, ein bisschen mehr Leidenschaft, ein bisschen mehr Freude in deinem Leben. Unternimm Sachen, die dir Spaß machen. Bring die Leichtigkeit, Pleasure hier in dein Leben. Ja, das ist so ein bisschen, was ich sehe, hier beim Mondschein tanzen am Lagerfeuer, ja, so als Beispiel. Aber ich sehe hier wirklich, geh hier mit Familie und Freunden, unternimm hier etwas. Auch für einige habe ich so das Gefühl, mach was Neues, eine neue Aktivität, eine neue Sache, die du davor nicht gemacht hast. Vielleicht ist es ein, dich zu einer neuen Sportart anzumelden, etwas Neues, etwas, wo du, sag ich mal, was dir so Freude in dein Leben bringt, woran du Spaß hast. Weil die Energy, die ich hier spüre, ist, ich kann nicht mehr. Die Energy, die ich hier spüre, ist, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich möchte in Urlaub. Clouds in den Wolken. Ja, was verbinde ich hier mit Wolken? Insbesondere hier habe ich das Gefühl, es wird nicht immer so sein, wie es gerade ist. Ja, hier ist auch wolkig. Du schaust hier in die Zukunft, wie soll es weitergehen? Was sind meine Pläne, was sind meine Träume? Und es kommt dir so weit weg vor. Ich spüre hier so irgendwie eine Sehnsucht, was ich hier fühle. Krebs, was ist los bei euch? So, finanzieller Wachstum. Also ihr kriegt hier im Dezember ein bisschen mehr Cash. Okay, kann sein, dass du hier ein Weihnachtsgeld kriegst irgendwie oder was zu Weihnachten hier geschenkt bekommst, Geld etc., irgendwas Schönes. Du kriegst schon eine Überraschung, freu dich darauf. Wir haben hier noch, pass auf deine Gesundheit auf, ja, vor allen Dingen hier sehe ich dein Liebesleben, affektiert sich langfristig hier auf deine Gesundheit. Vorsicht! Und wir haben hier Blumen, Happiness. Ja, Happiness, Freude, Glückseligkeiten im Dezember. Finde etwas, was dir langfristig Freude in deinem Alltag bringt. Und wir haben hier nochmal die Bestätigung. Money. Ja, Geld kommt zu dir. Es regnet Geld. Vielleicht kriegst du hier eine Gehaltserhöhung für 2024. Hey, vielleicht gewinnst du hier im Lotto, aber ich sehe definitiv zweimal die Bestätigung, dass hier Geld auf dich zukommt. Freue dich darüber. Ja, deine Gedanken sind gerade nicht klar. Du kannst nicht klar denken, weil sie sind von deinen Emotionen hier so manipuliert oder von deinen Gefühlen hier so ein bisschen eingenommen worden. Unklares Denken, ja, also du kannst
den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Guck mal hier hinten, wenn ich gucke. Du kriegst hier einen Korb voller Früchte, Anerkennung für deine Leistungen. Ja, das ist so, also du wirst hier gewertschätzt. Das habe ich auch schon hier mit Mercury, habe ich gesagt, also im Dezember, ich glaube Ende Dezember, ich weiß gerade nicht das Datum, welcher Dezember genau, aber wir werden einen rückläufigen Merkur nochmal haben. Der letzte Merkur diesen Jahres. Ja, es wird Zeit, nicht die Verantwortung abzugeben und zu sagen, der ist schuld, die ist schuld oder wegen dem und dem hat das und das nicht geklappt, sondern hier endlich zu sagen, es wird Zeit, dass ich in Verantwortung gehe, dass ich die Verantwortung für alles, wie es gerade in meinem Leben läuft oder gelaufen ist, übernehme. Ja, es wird auch hier Zeit, hier hinten mit dem Drachen. Ja, es wird Zeit für eine Energiereinigung. Siehst du, der Drache ist hier voller Scheiße. Es wird Zeit, dich davon zu befreien. Von dieser Illusion, von dieser Scheiße, die du dir selber zuredest und sagst, ey, das ist so und so und jeden in Schutz nimmst. Nein, wach auf, reinige deine Energie. In deinem Energiefeld ist auch so viel, sag ich mal, so viel Energien haften an dir, dass du einfach nicht klar denken kannst. Ich mache auch Energiesitzungen, aber das kannst du auch mit einem Salzbad machen. Das kannst du auch mit, sag ich mal, Frequenzmusik machen, dass du dann da Energiereinigung machst. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Krebs. Krebs. Ja. Fülle, Erfolg. Das ist, was auf dich hier zukommen wird. Fülle und Erfolg. Schau, dass du ausreichend in die Entspannung gehst, um zu empfangen, mehr in die weibliche Energie, so in die Entspannung, sich dafür zu öffnen, hier schöne Sachen empfangen zu dürfen. Happy Times. Peace. Sehr schön. Was möchte man mehr für den Abschluss des Jahres? Ja, meine lieben Krebsherzen. Geld, Frieden und Harmonie und Gesundheit. Ne? Spiritueller Schutz, wir haben den Charoid gezogen. Charoid, spricht man es bestimmt aus, I don't know. Sie werden behütet und beschützt, körperlich, emotional und energetisch. Du wirst hier geschützt von deinem spirituellen Reich. Und dann ziehen wir hier noch mal eine Karte. Ups. Danke. Und wir haben Erinnere dich. Wovon hast du in deiner Kindheit geträumt? Was wolltest du werden? Wie wolltest du leben? Bist du heute erfüllt? Das ist auch so, was ich ein bisschen spüre mit dieser, wo war diese Karte mit den Wolken? Genau. Was scheint dir zu weit weg zu sein, in der Vergangenheit zu liegen, was eins deiner Träume war? Erinnere dich wieder daran. Bist du heute erfüllt? Frage dich mal diese Frage. Dann haben wir Dankbarkeit. Ich liebe diese Karte. Sei dankbar für das, was du hast, deine Gesundheit, dein Zuhause, deinen Partner. Manches ist vielleicht zu selbstverständlich geworden. Alhamdulillah für alles, was wir hier haben. Unsere Gesundheit, unser Zuhause, unser fließendes Wasser, der gefüllte Kühlschrank. Also du hast so viele Millionen Gründe, wirklich jeden Tag dankbar sein zu dürfen für all diese Dinge. Erinnere dich auch an deine Dankbarkeit. Vergiss sie nicht. Ganz, ganz wichtig. Insbesondere, weil ich hier sehe, es möchte viel reinkommen, viel Fülle.
Geld in Form von Geld, Geschenken, was auch immer. Deswegen musst du schon in die Frequenz der Dankbarkeit einsteigen, um diese auch hier so empfangen zu können. Weil wenn du die ganze Zeit auf den Mangel ausgerichtet hast, das läuft schlecht. Aber ich habe Fünf der Kelche zweimal gesehen, so diese emotionale Verlust, Traurigkeit und oh, der Mangel, ich habe das nicht, ich bin nichts wert. Vorsicht, dann blockierst du dir hier den Zugang. Okay, verstanden? Komm mehr in die Dankbarkeit, sei dankbar, was du hast und fokussiere dich mehr auf das, was du hast, als auf das, was du nicht hast. Okay, meine lieben Krebsherzen, oh mein Gott, was für eine juicy Legung. Vielen lieben herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mit meiner Energy vibes, lass ein Abo da, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.